Hallo und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last Look. Wir befinden uns hier immer noch im Motel Bates, hier in diesem kleinen Schlupfloch, wo ich eigentlich dachte, wir können in das Nachbarzimmer rein, aber können wir nicht und Ach genau, wir konnten hier nur einen kleinen Bug nutzen und ein bisschen einen kleinen Blick erhaschen auf das Nebenzimmer. Aber irgendwie so richtig haben wir hier so gar nichts gefunden, außer dass wir uns hier verstecken können. Was mit dem Bild? Wir brauchen eigentlich immer noch einen Pinsel. Und ich habe gedacht, wir kriegen den hier. Ja, falsch gedacht, würde ich mal sagen. Alle anderen Räume waren zu. Tja. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt ein wenig überfragt. Und ich glaube, es ändert auch nichts daran, wenn ich hier tausendmal versuche, die Tür zu öffnen. Und hier dieses Gelächter. Ist auch sehr merkwürdig. Scheiße. Also so das beste Versteck ist es nicht, aber was bleibt sonst übrig? Ach Mann. Ich hoffe, er sieht uns hier nicht. Vielleicht hat er die Tür geöffnet. Er ist auf jeden Fall hier in den Räumlichkeiten links neben uns im Flur. Jetzt kommt er natürlich auch in dieses Zimmer rein, ist ja klar. Definitiv bestimmt. Aber vielleicht öffnet er ja ein paar Türen für uns. Das wäre toll. Könnte man gegen ein paar von den anderen Türen rammeln. Das ist ja schön. War es nicht so angehört, als ob er irgendwelche Türen geöffnet hätte. Scheiße. Hat auf jeden Fall keine Türen geöffnet. Hier in diesem Drecksloch ist einfach nichts zu finden. Dann können wir die Tür noch im Stehen öffnen? Das Einzige, was nicht war, ist hier. Aber ich glaube auch nicht, dass hier irgendwas ist. Was soll hier schon sein? Scheiße, was machen wir? Also, was mache ich jetzt hier? Kacke. Okay, hier gibt es definitiv nichts. Warum kommen wir denn hier in das Motel rein? Wenn hier keine Tür zu öffnen ist. Der Zettel weist uns auf Motel Nummer 237, was uns aber auch nichts bringt, weil das abgeschlossen ist. Ich bin echt überfragt und ich glaube, in dieser Folge werden wir wirklich überhaupt nichts reißen. Uns fehlt eindeutig der Pinsel. Okay. Gut. Bleibt uns nichts anderes übrig, außer hier wieder rauszustiefeln. Aber mehr gibt es hier, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, jetzt kommen wir wieder nach draußen, nach vorne. Also da ist, glaube ich, wieder der Platz, wo der Brunnen ist. Also da haben wir Feuer, eine brennende Tonne. Da läuft er rum. Nee, es ist zu riskant. Scheiße, ich muss jetzt mal kurz hier bleiben. Und mal drei beobachten, wo der jetzt lang geht.
und mir irgendwie versuchen, so einen kleinen Plan zurechtzulegen. Scheiße, wir brauchen, glaube ich, als nächstes wirklich den Pinsel. Und hier weiß ich nicht, was wir hier machen sollen. Ich würde jetzt eigentlich gerne noch mal kurz nach links gehen, aber jetzt nicht hier. Warum haben wir so ein Brett eingesammelt? Das verstehe ich auch nicht. Das Brett, was wir letztendlich ja gar nicht haben. Und hier ist nur eine Bank, okay. Scheiße, jetzt sind wir quasi eine Runde rum und ich habe keine Ahnung, wo dieser verdammte Pinsel ist. Wir werden, wie gesagt, in dieser Folge nichts reißen. Wenn ich diesen scheiß Pinsel nicht finde. Wie gesagt, hier in die Toiletten können wir leider nicht. Hier ist alles zu. Da haben wir uns schon einen abgesucht. Hier haben wir uns einen abgesucht. Oben haben wir uns einen abgesucht. Jetzt waren wir noch im Hotel. Na, das Ganze bringt irgendwie nichts, ne? Ich weiß nicht, ob ich mir irgendwie einen Tipp holen kann. Ich weiß gar nicht, ob es davon eine Lösung gibt. Keine Ahnung. Ich stelle mich beim Schrank und ja, melde mich gleich nochmal wieder, wenn ich hier ein bisschen schlauer bin, glaube ich. Ja, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal ganz kurz ein bisschen geschaut, um mir hier ein bisschen ein paar Tipps zu holen, was ich hier noch machen kann im Internet. Ne? Also habe ich nachgeguckt. Eigentlich wollte ich gucken, wo der Pinsel ist. Ich habe aber nicht gefunden, wo der Pinsel ist. Stattdessen habe ich gesehen, dass wir ein paar andere Sachen übersehen haben. Ja. Und darum werde ich mich jetzt mal kümmern, um einfach die Folge nochmal ein bisschen voll zu kriegen, damit wir hier nicht wirklich 20 oder 15 Minuten wirklich rumeiern und gar nichts machen. Habe ich jetzt halt mal ein bisschen geguckt. Und dann werden wir die Folge hier quasi noch ein bisschen füllen können mit ein paar Sachen, die passiert sind. Und dann werde ich hier in der nächsten Folge quasi ein andermal weitermachen, weil ich habe jetzt, wie gesagt, mir reicht es jetzt hier wieder 3-4 Folgen aufgenommen zu haben. Und ja, hallo. Ja, und ich wollte eigentlich aufhören, aber wie gesagt, ich wollte nicht aufhören, ohne was erreicht zu haben jetzt hier. Deswegen habe ich nochmal geschaut und jetzt geht es halt ein bisschen weiter. Hoffentlich, wenn er denn hier mal verschwindet oder sie. Ich muss mir endlich mal angewöhnen, sie zu sagen. Die olle Kuh. Ja. Da werden wir gleich mal gucken, was wir jetzt noch machen können. Und dann, wie gesagt, beim nächsten Mal geht es hier total unvoreingenommen wieder weiter. Vielleicht finde ich ja irgendwie doch selber noch den Pinsel, keine Ahnung. Vielleicht müssen wir auch erst aber was anderes machen. Vielleicht will ich hier den zweiten Schritt vor den ersten Schritt schon da gehen. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt, dass ich ein paar Sachen verpasst bzw. übersehen habe, weil ich nicht ganz genau geschaut habe. Hier drin, also im Hotel und auch hier im Studentenwohnheim, habe ich schon das Gefühl, dass ich mich genau umgeguckt habe. Ob es letztendlich so ist, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall können wir uns draußen noch viel genauer umgucken. Und das werde ich jetzt halt tun, beziehungsweise weiß ich ja quasi, wo ich jetzt was übersehen habe. Da hinten läuft sie. Sie, ja. So. Okay, dann werden wir jetzt mal hier rumschleichen. Hm? Gucken, wo sie da so lang läuft. Das ist auch mal sehr witzig, ne? Wenn ich irgendwo hinterstehe, versuche ich auch mal so nach links und nach rechts zu gehen. Um besser was erkennen zu können, aber es ist ja völliger Quatsch. So, hier, weiß ich nicht. Können wir hiervon was mitnehmen? Ich muss mich ja jetzt, wie gesagt, genauer umgucken. Ich glaube, da steht eine Dose, ne? Aber wir haben ja genug. So, hier sehe ich jetzt nichts Brauchbares, ne? So, hier nicht. Aber ich weiß, wo wir stattdessen noch was finden. Frage ist nur, ob ich jetzt ungesehen dahin komme. Schaut gut aus. So, hier. Hier habe ich definitiv was übersehen gehabt. So, hier haben wir was. Sugar could be useful, but there is only a little of it.
This alone won't be enough for the wasps. Okay, da haben wir schon mal einen Hinweis darauf, wie wir die Wespen verscheuchen können, nämlich mit Zucker, aber das ist zu wenig. Okay, dann stand hier noch was, genau, hier, das Ding, was ist das? If I can mix water and sugar, it would do, but I need some kind of container. Okay, also wir müssen quasi Zuckerwasser herstellen. Aber an das Wasser kommen wir jetzt nicht so einfach ran. Wir brauchen einen anderen Behälter. So, dann, was ich mich nicht getraut habe, das müssen wir aber auch tun. Oh. Nee, das meine ich nicht. Ich wollte nicht randalieren. Entschuldigung. Oh je, ich wusste nicht, dass das so schnell alles wegfliegt. So, was ich meine, sind diese Kabel hier. Da sollten wir auch nochmal kurz das untersuchen. I cannot touch it without getting shocked. I cannot touch. There is a tiny little copper wire inside. I need to get rid of the plastic hull. Genau. Es sei jetzt ein bisschen merkwürdig, ne? Ja, wir können es nicht berühren, ohne Stromschlag zu kriegen, aber wir haben trotzdem was bekommen. Und zwar hier rechts. Defektes Kabel. So, jetzt müssen wir jetzt natürlich irgendwie die Ummantelung da abkriegen. Und ich weiß auch, wie wir das tun müssen. Ja, ich habe ziemlich viel geguckt, ich gebe es zu. Aber es ist auch immer so ein bisschen, oh. Lauf! Jetzt werden wir geschnappt bei Schwesterlinge. Scheiße! Es hat gespeichert. Oh fuck, jetzt müssen wir alles normal machen. Ich dreh durch, wir müssen alles normal machen, ne? Nur weil ich zu blöd war, um jetzt einfach wegzurennen, weil ich aber stehen geblieben bin. Weil ich in irgendeiner Folge hat es geklappt, uns da zu verstecken, aber das war doof. Das war einfach doof. Ich hätte einfach weiterrennen sollen. Zum Hotel oder so, oder in irgendeinen Schrank hätte ich mich schnell retten können. Wir sind ja eigentlich recht schnell. Naja, eigentlich sind wir voll langsam im Rennen, aber... Okay, wir haben noch das Kabel, aber wir haben die ganzen Sachen aus dem... Ja, oh, ey, wollt ihr mich verarschen? Also wir haben quasi die ganzen Sachen aus unserem... Mann, ich komme nicht drauf. Aus dem Wohnheim, jetzt habe ich es. Wir haben die Sachen aus dem Wohnheim nicht. Oh, können wir das Vieh nicht mal abhängen? Ich glaube, ich bin doch ein wenig zu langsam. So, jetzt muss ich schnell hier rein. Okay, es ist jetzt nicht so schlimm, dass wir die Sachen aus dem Wohnheim jetzt nicht haben. Mache ich halt beim nächsten Mal. Ist nur die Frage, ob ich das dann mit euch zusammen mache oder einfach mal, bevor ich die nächste Aufnahme starte, nachhole quasi. Jetzt ist es eigentlich nur wichtig, dass wir das Kabel haben. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten, bis das Vieh wieder verschwindet. Ah, oh, meine Katze maut's wieder. Dicker. Pst, mal auf. Ich wäre sehr freundlich von dir. Durch die ganzen Hintergrundgeräusche kann ich gerade nicht lokalisieren, wo der ist. Wo die ist? Ich glaube, die ist hier noch im Hotel drin. Ah, ich kann das gerade nicht ausmachen. Zu viele Nebengeräusche gerade.
Ich glaube hier irgendwo. So, ich muss jetzt nur zu dieser Tonne da kommen. Das wäre ganz nice. Die Schritte sind gerade so laut. So, benutzen. Whoa, that smells like my dead grandma's armpit. So, ich weiß jetzt gar nicht, was wir da gerade haben, ehrlich gesagt. Placeholder? Kupferkabel. Ah ja! Hm, genau, mit diesem Ding können wir jetzt... Ich glaube, ich zumindest, dass wir jetzt damit ein Schloss knacken können. War der da gerade? Oh ja, scheiße. Der ist natürlich wieder genau da, wo wir hinwollen. Ich weiß natürlich nicht, in welche Richtung der läuft. Da hinten, okay. Gut, wir können hier lang. Oh, dieses Krabbeln ist so schrecklich langsam. Krabbeln vor allem. Ah. Okay. Puh. Okay, jetzt oder nie. Jetzt probieren wir das hier aufzuknacken. So, benutzen. So, er speichert und wir haben die Tür aufgekriegt und jetzt kriegen wir hier die Flasche, die wir halten wollten. Und die ist leer. Und jetzt weiß ich auch, was wir mit der Flasche ja tun müssen. So weiter habe ich jetzt übrigens nicht mehr geguckt, ne? Also ich habe das mir angeschaut gehabt. Und weiter nicht. Also bis zur Flasche. Jetzt ist quasi wieder, jetzt ist mir aber logisch halt, was wir tun müssen, weil wir brauchen einen Behälter für das Wasser da. Wir müssen irgendwie Zuckerwasser herstellen und mehr habe ich keine Ahnung. Den ganzen Rest erkunden wir dann wieder in der nächsten Folge. Wo ich dann natürlich wieder, wie gesagt, die ganzen anderen Sachen wiederholen muss. Aus dem Studentenwohnheim. Ja, das wird ein Spaß. Da weiß ich halt noch nicht, ob ich das alleine mache. Schnell im Offscreen. Nee. So, haben wir jetzt? Jetzt haben wir eine Flasche mit Wasser. Aber es reicht ja mit dem Zucker nicht, oder? Da reicht das jetzt trotzdem, wenn wir einfach die Flasche benutzen? Nee. War das jetzt? Doch, Tatsache. Flasche mit Zuckerwasser. Spur aus Zuckerwasser legen. Was zum Teufel? Das klang gerade so, als ob wir die austrinken würden. Was habe ich getan? Was war das? Aber ja. Oder waren das nur die Geräusche, wie sie den Zucker da reintut? Okay, wir können jetzt eine Spur aus Zuckerwasser legen mit der Flasche. Das heißt, wir könnten, glaube ich, jetzt die Wespen weglocken. Aber... Wohin? Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß doch gar nicht, wohin. Hm. Keine Ahnung, ich probiere einfach mal was aus. So, dazu möchte ich aber auf die andere Seite rüber. So, jetzt ist die Frage. Okay, das war's jetzt? Oder wie? Ich bin verwirrt, Leute. Ich weiß es nicht, was da jetzt gerade passiert.
Oder wurden wir jetzt getötet von den Wespen? Kann auch sein.